Bahnsteig 3. Das Elf von Übelbach fährt ein. Dieser Zug fährt als das Elf nach Übelbach. Ich befinde mich hier im Bahnhof Beckau Deutsch-Feistritz. Von hier nimmt die etwa 10 Kilometer lange Stichbahn nach Übelbach ihren Ausgang. Die Planungen dieser Eisenbahn, die sowohl den Güterverkehr zur Guckenbacher Papierfabrik erleichtern, als auch ein bequemeres Erreichen der Kleinalpe als Ausflugsziel ermöglichen sollte, begannen durch Edmund Schiller im Jahre 1895. Im Dezember 1915 wurde den Herren Johann Edler und Dr. Viktor Baldauf die Konzession zum Bau dieser Bahn erteilt. Als Traktionsart wurde aufgrund der im Tal vorhandenen Kupferwerke die elektrische Traktion gewählt. Die Eröffnung dieser Bahn erfolgte am 3. September 1919. Betrieben wird diese Strecke heute von der Steiermärkischen Landesbahn. Oder wie sie heute heißt, Steiermarkbahn. Als Triebwagen steht ein Schweizer ET15 als Reserve und zwei Triebwagen der Baureihe Stadler 4062 zur Verfügung. Grüße die Zuseher auf einer kleinen Reise in das schöne Übelbacher Tal. Ich möchte diese Reise mit der Eisenbahn machen. Es führt ja eine Eisenbahnstrecke von Beckau an der Südbahn bis in den historischen Bergbauort Übelbach. Mein Ausgangspunkt aber ist die Gemeinde Deutsch-Feistritz. Sie befindet sich am rechten Murufer an der Einmündung des Übelbaches in die Mur. Deutsch-Feistritz ist heute ein idyllischer, verträumt wirkender Ort, war aber nicht immer so. Es gab in den vergangenen Jahrhunderten hier zahlreiche Sensenwerke, Hammerwerke. Es gab früher im Mittelalter regen Bergbaubetrieb. Von diesen Industrieanlagen ist leider nichts mehr vorhanden, außer das Museum des Sensenwerkes in Deutsch-Feistritz, das heute noch zur Gänze im Original erhalten ist. Weithin sichtbar für mich das Wahrzeichen von Deutsch-Feistritz ist die Kirche am Kirchberg. Es wurden Pläne geschmiedet, man wollte diese Kirche und die ganzen Anlagen im Tal neu errichten und dann die Gebäude am Kirchberg aufgeben und diese dann im Laufe der Zeit abzutragen. Dieser Plan
wurde glücklicherweise verworfen. Ich begebe mich jetzt weiter und meine nächste Station wird Waldstein sein.